mein Name ist Bodo Wessels von der Naturfreunden Goldenstedt. Wir haben nach einem Sturm im vergangenen Jahr die Aufgabe übernommen, den dabei stark geschädigten Vogelturm, nennen wir es, normalerweise ist es ein Trafoturm, in Ordnung zu bringen, instand zu setzen und dabei die Nistkästen und Nistmöglichkeiten für Vögel und Insekten wieder in Ordnung zu bringen, neu aufzuhängen. Wir haben diesen Turm von der Familie Formor aus einem hier gepachtet und betätigen uns indirekt oder direkt für den Artenschutz durch diesen Turm. Wir haben also die Naturfreunde, mehrere der Naturfreunde in Goldenstedt, haben die Nistkästen zu Hause in Privatarbeit repariert und neue geschaffen. Unter anderem auch spezielle Spatzennistkästen mit flachen Einfluglöchern, die andere Vögel nicht benutzen können. Und die anderen sind restauriert worden und neue sind geschaffen worden. Und das ist dann unser Beitrag dazu gewesen zum Artenschutz. Geholfen haben uns dabei zuerst die Gemeinde Goldenstedt. Dann die Umweltstiftung Bingo, die Stiftung Umwelt und Naturschutz im Landkreis Vechta und die Firma Melle, die uns bei diesem Schild hier geholfen haben.